Hallo, hier ist die Franzi im Studio Floristik 24. Seht ihr mich überhaupt richtig hier zwischen den Zweigen? Ich habe euch was ganz Tolles vorbereitet. Aber erstmal mache ich für euch die Daumen hoch und bedanke mich für die vielen tollen Kommentare, die ihr schreibt und für die vielen Abos. Ich zeige euch heute einen super schönen Osterstrauß, wie ihr den nachmachen könnt mit tollem Licht. Und wenn ihr noch mehr Anregungen und Tipps und Tricks haben möchtet, weil das Große lässt sich schlecht verschicken und verlosen, habe ich für euch heute hier die Gestalten und Verkaufen, diese Fachzeitschrift. Da sind sehr schöne Osteranregungen drin. Schreibt mir in den Kommentar, warum ihr das braucht, die Zeitung. Dann verlosen wir die. Für unseren, euren, meinen Osterstrauß brauchen wir folgende Materialien. Ich habe hier verschiedene Zweige gesammelt, selbst geschnitten. Ihr könnt ihr auch ein Bündel kaufen, Weidenkätzchen, Hartriegel, das ist der rote Kornus, Moorbirke, verschiedene andere schöne Zweige, die aufblühen. Ihr könnt Kirschzweige verwenden, Blutpflaume, Pfirsich, Mandel, alles möglich. Natürlich tolle Sachen zum Aufhängen, kleine Keramik-Osterhäschen, natürlich Ostereier dürfen nicht fehlen in den pastellfarbenen Tönen mit Perlhutfedern dran. Kleine hübsche Keramikglocken habe ich hier. Ein Osternest mit kleinen Vögelchen darf nicht fehlen. Die Lichterkette, eine Mikro-LED-Lichterkette für innen und außen, ganz toll. Sehr schön eine Seidenblumen. Tulpe, eine französische Tulpe, ganz lang mit dem Stiel. Hier habe ich ein paar künstliche roséfarbene Kirschzweige. Ist eine super Alternative für die, die allergisch sind. Können sich solche Sachen als Osterstrauß reinstellen. Die haben dann also auch ein bisschen Blüte. Hier so ein Jute-Docht, Jutefaden. Eine tolle Glasvase darf nicht fehlen. Eine ganz hohe habe ich hier. Ihr könnt auch eine Keramikvase nehmen oder was euch gefällt. Und dann fange ich gleich an. Als erstes binde ich mir meine Lichterkette um die Vase. Dadurch, dass die sozusagen auf einem Draht entlang geführt ist, kann ich die ganz einfach super hier immer um mein Gefäß drumherum winden und wickeln. Und ihr habt abends immer noch so einen kleinen Schimmer. Das macht das Ganze modern und interessant. Ich habe die Lichterkette ringsrum festgewickelt, festgedrahtet. Die hat übrigens einen Stecker dran, könnt ihr also in der Steckdose feststecken. Und damit diese Lichterkette nicht hoch und runter rutschen kann, mache ich mir jetzt noch die Jute, den Jutestrick fest, auch einfach verknoten und dann schön immer ringsrum winden, wickeln. So viel, wie ihr möchtet, wie es euch optisch natürlich gut gefällt. Der eine mag ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Es ist ein super Kontrast. Dieses, sage ich mal, ja, ländliche, natürliche, bisschen rustikale von dem Strick. Das Edle mit dem Glas und das edle Licht. Das ist ein sehr schöner Kontrast. Dann wickle ich das jetzt hier ringsrum. Und das mache ich oben und unten. Und dann könnt ihr es euch noch mal immer ein bisschen so zurecht rücken. Das lässt sich gut schieben und einfach wieder mit dem Knoten festmachen. Den Faden unten ungefähr in der gleichen Menge und Stärke auch schön festbinden und verknoten und so habt ihr eine super Glasdeko. Als nächstes könnt ihr mit dem Straußbinden beginnen. Wichtig ist, ich erkläre euch gleich noch was zu den Zweigen, wenn ihr die kauft oder abschneidet im Garten, schneidet ihr meistens gerade ab. Wichtig für die Wasserversorgung, damit die frischen Zweige gut Wasser aufnehmen können, mit einem scharfen, guten Messer, geht ein Küchenmesser, was ihr danach wieder sauber macht, schön schräg anschneiden. Das ist ganz wichtig, dass ihr einen schrägen, langen, guten Anschnitt habt, damit die Zweige sehr gut das Wasser aufnehmen können. Zu dem Wasser sage ich noch dazu, gern warmes Wasser in die Vase füllen, sage ich bei uns, bei den Kunden auch immer, zu den Sträußen, zu den Schnittblumen, warmes Wasser,
ungefähr 40 Grad warm, also ein bisschen mehr wie handwarm. Macht sich gut, wird schneller aufgenommen, halten die Zweige besser, gehen auch besser auf. Nicht unbedingt kaltes Wasser aus der Leitung nehmen, da ist auch sind zu viele Luftblasen drin. Dann geht auch lieber abgestandenes Wasser, das ist auch gut. Zum Saubermachen zwischendurch, auch für die Haltbarkeit ganz wichtig, weil es bilden sich ja Bakterien im Wasser, dass ihr das regelmäßig wechselt. Alle 2-3 Tage ist empfehlenswert. Wenn mal eine Vase ganz, ganz schmutzig ist, gibt es auch einen super Tipp und Trick, die sauber zu machen, wenn nicht das Spülmittel hilft. Man kann dann über Nacht mal die Vase mit so einer Zahnreinigungstablette einweichen lassen oder so einer Brausetablette von den Kopfschmerzen. Das dann ins Wasser füllen, auflösen lassen, drin stehen lassen. Das löst alle so sprudeligen Sachen an der Seite, allen Schmutz ab. Jetzt schaue ich, dass ich hier die Zweige schön binde. Rechts und links auch große Zweige nach außen ragen, rausschauen, damit dann hier unsere Deko-Sachen dranhängen können. Die müssen sehr stark sein, ein bisschen kräftig, weil die Keramikglocken zum Beispiel, die haben ja ein Gewicht. So, schaut mal, hier habe ich jetzt den Strauß nur aus natürlichen Zweigen und ich füge aber hier noch meine künstlichen dazu, dass ich einen schönen Mix habe. Es gibt auch französische Tulpen. Als Frischblume, wer das mag, die es zu kaufen gibt im Blumenhandel. Hier die Seitenblumen-Variante. Die könnt ihr unbedenklich mit in die Vase stellen, auch in das Wasser reinstellen. Mal diese künstlichen Zweige mit abgespült, damit die Bakterien abgespült werden. Ist auch ganz gut. Und wichtig ist, wo ihr den Strauß hinstellt. Würde ich nicht unbedingt in die Sonne stellen. Da blüht es erstens schneller auf und verblüht auch schneller. Lieber so ein bisschen reingerückt im Raum. Auch nicht vor die Heizung stellen, ist genauso wichtig. Ist auch ein guter Tipp für die Haltbarkeit. Vielleicht abends ein bisschen kühler stellen. Dann, wenn man das hin und her rücken kann, dann macht das ruhig. Vielleicht habt ihr noch Tipps für mich. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wo ihr den hinstellen würdet. Erstens ja, für die Dekoration, wo ihr den hinstellt. Da habe ich in letzter Zeit super viele Kommentare bekommen, wie ihr es dekoriert. Oder habt ihr Tipps für mich von der Haltbarkeit, die ich vielleicht noch nicht kenne? Dann freue ich mich, wenn ihr mir das mitteilt und schreibt. Frischhaltemittel müsst ihr nicht unbedingt mit reinfüllen in die Vase. Das frische Wasser alle ein paar Tage reicht völlig aus. Schaut auch von der Menge, dass genügend Zweige für die Proportion von der Vase drin sind. Und dann könnt ihr noch mal hin und her richten. Wasser nicht vergessen aufzufüllen. So, schaut mal, das Wasser fülle ich gleich auf. Wichtig ist auch vielleicht noch zu wissen, weil manche fragen mich, oder habe schon auch im Laden bin ich gefragt worden, wie ist das mit Zweigenklopfen, mit dem Hammer, Fliederzweige kennen viele noch wirklich mit dem Hammer anzuklopfen. Das macht man doch nicht mehr, das ist eher überholt, diese Meinung, weil mit Klopfen, dann quetscht man die Stiele zusammen und die Leitbahnen, die das Wasser aufsaugen, werden halt eher zerquetscht und gedrückt und können das Wasser nicht aufnehmen. Das solltet ihr also nicht machen. Und wenn ihr ringsrum schön die Zweige verteilt habt, dann könnt ihr mit dem Schmuck beginnen. Ich habe hier die edle Variante für mich gewählt. So Cremetöne, Rosé-Töne. Schreibt mir doch mal, wie ihr das macht, ob ihr es eher bunt habt oder auch Ton in Ton. Ganz edel oder ganz verrückt. Selbst angemalt, gestaltet von den Kindern, selbst gebastelt oder so wie hier die ganz modernen Eier mit den pastellfarbenen Sachen. Und dann könnt ihr ringsrum alles aufhängen. Wie ihr seht, ich habe meinen Strauß üppig behangen. Und wisst ihr, was ich beim Arbeiten selber noch entdeckt habe, was ich vorher mir gar nicht genau angeguckt habe? Diese kleinen Keramikglocken, die haben so, wie es jetzt im Trend ist, diese kleinen goldenen Pünktchen dran
oder kleine goldenen Blütenblattumrandungen. Das finde ich total schön. Mein kleines Vogelnest darf nicht fehlen. So zum Abschluss oben rein. Das habe ich mir einfach festgedrahtet und winde das so ein bisschen an einem kleinen Zweig fest. Und dann habe ich noch eine Überraschung, habe ich gleich daneben gestellt, noch eine zweite Variante vorbereitet, auch mit einer Lichterkette, mit diesen tollen französischen Seidenblumen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wer allergisch ist und vielleicht sich nicht die frischen Zweige einstellen kann in die Wohnung, hier die künstliche Variante mit den Seidenblumen, super haltbar und immer wieder neu gestaltbar. Und wenn ihr noch mehr Tipps und Anregungen braucht, schreibt mir in die Kommentare. Ihr könnt die Zeitung gewinnen, die wird verlost. Diese frische Sache können wir leider nicht verlosen, lässt sich schlecht verschicken. Aber ihr könnt neben der Gestalten- und Verkaufen-Zeitschrift eine Seidenblumentulpe, ein Bund Tulpen gewinnen, beziehungsweise so ein paar Frühlingszweige in Seidenblumenform, dass ihr selber zu Hause kreativ werden könnt. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Die ganzen Materialien findet ihr wie immer. Wenn ihr zugeschaut habt, wisst ihr das schon, unten in der Infobox. Ja, dann bis ganz bald wieder. Euer Franzi. Tschüss.